Die Bastion Aurum Lethalum fand erstmals 601 vor Bosbarans Fall als Holzburg von Fran Horas in den Geschichten eine Erwähnung. Nach einigen Stunden könnt ihr durch die zwergischen Tunnel nach oben kriechen und erreicht dann eine Klappe, in der ihr dann die Vorburg betretet. Ein Teil von Aurelet. Ein Teil der Bannstrahler Ordensburg. Hier könnt ihr sehen viele Verletzte, Flüchtlinge, denen die Anstrengung ins Gesicht geschrieben ist. Knappen, Zöglinge, Bedienstete des Ordens und unter anderem auch Angroschminia, die hier gerade verletzt steht und einige andere, noch schwerer Verletzte, weiterhin pflegt. Ihr könnt sehen, wie wohl ein paar eitrige Geschwüre an dem Hochkönig Albrax wachsen, wie er hier auf einer Bahre liegt. Oh, Angrosch zum Gruße. Ihr habt die Tunnel gefunden. Sehr gut, sehr gut. Setzt euch. Ihr habt es geschafft? Sehr gut. Wie geht es euch? Noch ganz. Ist Rohaya hier eingetroffen? Rohaya? Nein, ich glaube, sie war beim Keil. Sie sollte, glaube ich, beim... Zumindest habe ich das gehört, dass sie beim Keil sich wohl... Wir haben... nun ja, ich habe nicht mitreiten können, das hätte ich sonst natürlich getan, aber ein Moody ist zu langsam und dann... Ich habe gesehen, dass das Albrax verletzt worden ist, als er in einen der... als der Drache angriff. Wir haben doch versucht, oben in Kamalet, wir wollten die Burg retten und wollten Daimoroch, verbannen und dann... Rondrasil, der Herrmeister, der Erzpräter der Kirche, er ist dabei auch gestorben. Alle sind tot. Rohaya ist tot. Das Grafenbanner ist verloren. Sagen wir, Rohaya ist vermisst, aber... Was ist mit... Habt ihr Svanja gesehen? Svanja war doch auch mit beim Keil. Habt ihr sie gesehen? Svanja ist auch tot. Svanja wurde mit einer dieser komischen Sporen eingeatmet, hat sich in einen dämonischen Baum verwandelt und ist dabei... Ob sie tot ist, möchte ich gar nicht wissen, aber vielleicht ist sie nicht tot. Sie ist auf jeden Fall von dieser dämonischen Seuche angegriffen worden, die darunter geregelt ist. Ich hau Jalan einmal meinen Ellbogen in die Seite und zuck dann selbst vor Schmerzen zusammen, weil es der Gebrochene war. Der Keil hatte eine Verlustrate von... 95%. Wir müssten wissen, ob Rohaya tot ist oder nicht. Wir wissen nur, dass sie ist verschwunden in einem gewissen Moment. Von irgendwas getroffen worden. Ich hab den Stein doch gesehen. Und trotzdem kann sie Glück gehabt haben und überlebt haben. Aber wie soll sie danach überlebt haben? Es ist aber wichtig, dass wir es wissen. Denn nur dann kann doch auch, glaube ich, ein Nachfolger gewählt werden, oder wie ist das? Wir müssen Selenir an Hal ausrufen. Wir müssen realistisch bleiben. Ihr habt gesehen, was aus ihrem Pferd geworden ist, nachdem diese Windhose vorübergezogen war. Wenn sie überlebt hat, sollten wir nichts sagen. Wir müssen die Hoffnung der Menschen nicht zerstören. Wir sagen, sie ist vermisst. Moment, ihr meint die kleine Tochter von Eme? Die ist jetzt auch... Die haben wir verloren unterwegs, als diese Windhose... Die war doch gerade mal eine Stunde oder so... Angrosch. Ja, das sind schwere Zeiten. Hat es der Hochkönig geschafft? Der Hochkönig ist schwer verletzt. Ich weiß nicht. Irgendwas eitert an ihm. Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Vielleicht. Habt ihr ihn schon mal abgetastet, ob er vielleicht Splitter unter der Haut hat, die von diesem dämonischen Scheißzeug kommen, dass man sie rotfall rausschneidet? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe ihn hierher gebracht und... Jetzt versuche ich es eben mit meiner kamalen Kraft, die mir Angrosch gegeben hat, aber es scheint nicht zu wirken. Irgendetwas hält ihn ab. Und das, obwohl Angrosch die Elemente kontrolliert. Es ist kein Splitter, kein Höllenmetall oder so unter ihm. Es ist, ich weiß nicht, ob er sich das beim Drachen zugezogen hat oder so. Sind das vielleicht diese scheiß Würmer?
Dagegen gibt es ein Kraut. Ein Kraut? Ja. Dieser Razasor hatte irgendwie, genauso wie alle seine untoten Drachen, die anscheinend in seinem Gefolge sind, irgendeine Art eine Drachenseuche, irgendwelche Würmer, die sich durch einen durchfressen wollen, die sehr gefährlich sind. Drakund. Das Kraut heißt Drakund. Das Drakundkraut. Sie schaut von euch nach links, nach rechts und guckt dann noch Abel mir ins Gesicht. Ihr hattet das auch, oder? Ja, ich habe es knapp überlebt. Drakundkraut. Die seit 600... Natürlich, wenn jetzt Rastasor wieder aufgetaucht ist aus der Wüste, dann... Ihr kennt das Rezept? Das Rezept? Ich müsste nachsehen. Wahrscheinlich gibt es in Xorlosch oder so noch ein Gegenmittel. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen, aber das ist nichts, was auf dem normalen Lehrplan steht. Ich bin noch keine 600 Jahre alt. Deswegen fragte ich, ob ihr dieses Rezept kennt. Sonst kennt es wohl nur APEP. Das muss wahrscheinlich irgendwo ein APEP. Ich hau aber mir mal, aber jetzt ist es zu spät. Sie zieht ihre Augen gefährlich zusammen. Immer schaut nur bestürzt zu Boden. Wer ist das? Und haben wir jetzt Zeit dafür? Einer unserer ehemaligen Gefährten wollte die Kenntnis über dieses Kraut wohl verbreiten. Er könnte welches haben. Ja, wo ist er denn? Also, wenn er noch lebt. Ich weiß es nicht, er... Ich denke nicht, dass er in der Schlacht teilgenommen hat. In Garrett zuletzt hatten wir ihn in Garrett gesehen. Ja, genau. Wir müssten vielleicht in Garrett auch nähere Informationen darüber kriegen. Vielleicht ist dort auch etwas Kraut angepflanzt worden für den Notfall von der Piranha-Kirche oder so. Mit Sicherheit hat er sein Wissen auch mit der Hesinde-Kirche geteilt. Vielleicht hat er auch noch welches von unserem Ausflug in die Drachensteine gehabt. Ja, aber vielleicht ist ja genau deswegen etwas angepflanzt worden im Piranha-Garten. Und wenn wir ihn irgendwo finden, dann wohl in Garrett. Dann müssten wir nach Garrett. Ja, dann verlegen wir nach Garrett. Wir sollten... Ruht euch erstmal ein bisschen aus. Es kann sein, dass einer der Drachenmagier hier gleich wieder auftaucht. Sie sind schon die ganze Zeit dabei, dass sie verletzte oder wichtige Leute von dem einen zum anderen Ort bringen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert und wo sie schon wieder hin sind, aber eigentlich ist das, glaube ich, eine Sache von wenigen Minuten. Jetzt Yasser verfehlt aber schon seit, ich weiß nicht, einer Stunde? Was meint ihr, bringt Leute durch den Limbus oder was mit dem Prinzessalis oder wie meint ihr das überbringt? Ich kenne mich damit nicht aus, aber er verschwindet und taucht dann wieder auf mit einer Er verschränkt die Arme, murmelt etwas vor sich her und dann ist er weg und ein graues Wabern war kurz zu sehen. Ja, genau das. Ja. Und die Bannstrahler lassen ihn gewähren? Ja, es gibt keine Bannstrahler mehr. Irgendwer wird doch noch... Du schaust dich um, du siehst keine Wappenröcke, nichts Gelbes, du siehst ein paar Knappen noch, aber Bandstrahler gibt es nicht mehr. Ist die gesamte Burg etwa leer? Natürlich nicht, die gesamte Burg ist voll. Also ich meine, gibt es in der gesamten Burg keinen einzigen Bandstrahler mehr? Niemand mit diesen Wappenröcken, man zeigt auf Jarlans Wappenröcken. Die waren alle in der Schlacht. Alle im Keil oder wo auch immer sie eingesetzt worden sind. Ja, Lan, ihr solltet herausfinden, ob hier noch Bandstrahler in der Burg überhaupt leben oder ob ihr der Einzige gerade seid. Ja, ich sofort. Gibt es überhaupt noch welche irgendwo anders? Ja, es gibt in Glündenhafen, weit im Norden, aber... Vergesst es, Verjan springt auf, knickt kurz auf dem gebrochenen Bein nochmal und fängt einen Humpel dann so schnell, wie es die Beine erlauben, los und klappert jegliche Kapelle, Zelle, Zimmer, Fenster, Keller, was weiß ich ab. Dann schaut doch noch irgendwo, was zu finden ist. Wissen wir, was der Feind tut? Die Festung, der Drache? Momentan vermutlich noch Werheim vernichten. Je nachdem, wie lange ist die Schlacht überhaupt her? Also ich bin jetzt seit 4 Stunden hier. 4 Stunden. Also sind wir schnell wieder aufgewacht. Wie lange waren wir in den Tunneln? 3? Ich weiß nicht. Diese Tunnel sind so endlos lange gewesen. Ich weiß es nicht. Weiß jemand? Also, ich habe zumindest gesehen, dass sich wohl diese Stadt auf Werheim abgelassen hat. Also, sie ist runtergeschwebt, nachdem sie fertig waren. Das waren diese 4 verderbten Elemente. Und dann
dann hat sie den Rest von Werheim unter sich begraben und ist dann gelandet. Es gab doch weitere Dämonen, die dort rausgeflogen sind und geflattert und haben den Himmel dann erfüllt, und ich weiß nicht, ob Rassasor dann auch nochmal dahin geflogen ist, aber zumindest ist die Stadt dort gelandet. Kann sie vielleicht nicht mehr fliegen? Vielleicht kann sie nur eine begrenzte Zeit fliegen? Vielleicht muss sie sich erst wieder aufladen oder was weiß ich. Aber das heißt, wir können nicht einfach durch Werheim hindurch wieder zurück nach Süden. Gibt doch bestimmt auch einen Weg um Werheim herum. Das würde viel Zeit kosten. Kümmert euch erst einmal um eure Verletzungen. Jetzt, wo wir durchatmen können. Kann ich den Erzmagier bitten? Entschuldigt, Baronin Angroschmina, könnt ihr uns den Treffpunkt der Magier zeigen? Den Treffpunkt der Magier? Ich... Von wo aus sie gestartet sind? Ja, direkt aus dem Innenhof. Alle diejenigen, die dann hier aufgetaucht sind, und ich weiß nicht mal, warum sie den... Albrax ist nicht mal bei Bewusstsein, sonst hätte ich ihn auch noch gesagt, dass sie ihn mitnehmen sollen, aber er will dann wahrscheinlich wieder, stolz wie er ist, dann den Weg wieder zu Fuß gehen, keine Ahnung. Ich glaube, sie haben wie hieß der? Albrax hatte von ihm geredet. Ich glaube, Hakrobald. Den haben sie abtransportiert. Und irgendein Danos. Albrax kennt die ganzen Namen. Und einen anderen Zwerg. Einer von den Foslarins war das, glaube ich. Den hat er auch mitgenommen. Gut. Die haben also überlebt. Ja, also... Er hat sie mitgenommen. Gut, wir werden sehen. Ich gucke mich dann um und versuche, einen Platz zu finden, wo ich Rakallas Leiche behutsam ablegen kann. Ja, so der Vorburg, der Vorhofburg, Dieser kleine Hof ist, wie gesagt, voll mit irgendwelchen Zelten von Flüchtlingen, Barren, die hier stehen, mit Leichen, mit Verletzten. Wirklich einen würdigen Platz würdest du hier nicht sehen. Vielleicht einen kleinen Schrein oder sowas, da könnte man sie vorbarren, aber das ist dann auch ein Praios-Schrein. Ob man den dann vollstellen muss mit der Leiche, der zerrissenen Leiche einer Erzmager? Na, das wollte ich ja nicht, aber einfach irgendwo, wo man halt nicht drüber stolpert. Da gibt es ja einen speziellen Totenraum, wo sie auch die Totenbandschale aufbewahrt haben. Wenn die tot sind, werden die draußen auf dem Schlachtfeld liegen, nicht hier drin. Aber nicht mehr, aber vielleicht gibt es ja trotzdem einen Totenraum, wo die Toten aufbereitet werden, eine Art Balsamierungsraum, bevor die Leute unter die Erde kommen, die jetzt nicht unbedingt an einer Schlacht sterben. Da fehlt eine Art Mausoleum, vielleicht innerhalb der Mauern. Ja, das kommt dann noch. Sorry. Für die wichtigen Bandstrahler. Ja, dann kommt er noch wieder zu euch gehumpelt, nachdem er euch gefunden hat. Und schüttelt nur mit dem Kopf. Und? Seid ihr der Letzte? Niemand mehr da. Eure Brüder sind alle mutig in den Tod geritten. Aber wir müssten... Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwie außen rum. Aber wo kommt man denn über die Dergel drüber? Nicht. Nein. Greifentod. Okay, ist das weit weg? Ist das ein großer Umweg? Ich bin kein Mittelreicher. In Richtung Greifentod und dann durch den Reichsforst. Ja, es ist ein weiter Umweg. Wie lange warten? Wir brauchen das Greifentod. Bis nach Greifentod selbst werden wir nicht müssen, aber zu Pferd 3 Tage vielleicht. Bis nach, sagen wir, Eslamsroden. Und dann bis Gard? Woche? Wenn wir gut durchkommen. Haben wir diese Zeit? Wollt ihr an der Dämonenfestung vorbeireiten? Gibt's keinen Weg vorher, bevor man eine 3-Tages-Reise Umweg macht, um sozusagen geht's nach, wenn man sozusagen nur nach Westen will, muss man 3-Tages-Reise reiten, bevor es überhaupt einen Weg gibt? Keine Brücke mehr, die über den Fluss führt? Keine. Also, wir haben natürlich auch noch einen Tunnel unter dem Dergel gebaut, aber den kennt keiner. Also, ich schon, aber der ist zumindest
Ich glaube, für Reichshelden oder sowas, ihr seid ja Gaugrafen, darf man den, glaube ich, benutzen. Aber das ist natürlich auch eine weite Reise. Wir haben noch keine Minen, keine Loren oder sowas aufgestellt, keine Schienen verlegt, deswegen... Wir brauchen bestimmt fünf. Wenn wir krabbeln, brauchen wir 5 Monate so lange. Wir können kein... Also ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung wäre. Wie wäre es denn, wenn wir... Vielleicht gibt es hier noch 1, 2 Leute, die nicht verletzen, die mit uns mitkommen können. Wenn wir einige Meilen westwärts reisen von Wehrheim, dort ein Floß bauen und... Naja, das klingt jetzt ziemlich riskant, aber es damit rüber zu versuchen schaffen. Vielleicht gibt es ja hier noch Floßer. Ich weiß nicht genau. Das stimmt, das Ding wurde nicht geflossen, das war eine Kettenfähre, ne? Erinnerst du dich an den letzten, der versucht hat, auf eigene Faust über den Dergel zu flossen? Ja, mir kommt die Erinnerung wieder von der Legende. Könnt ihr Magier denn nichts machen? Keine Ahnung, irgendwie eine magische Brücke herzaubern oder ähnliches? Ich stelle mir das vor. Es schmerzt eine magische Brücke über einen breiten Fluss? Also Answin wird wohl gerade nicken. Ich habe schon gesehen, dass eine Regenbogenbrücke über einen so großen Fluss gespannt worden ist. Da müsste man allerdings ein guter Magier für sein. Könnt ihr das denn ist ein für ein elfischer Kantus. Das ist nicht wirklich verbreitet hier. Ich habe mal gehört von Garenor. Ihr sagt doch, in der Landfahrt kann man sowas auch. Ihr sagt doch mit diesen Brücken, die man... Nun, ja, natürlich. Es gibt durchaus Magier, die solche... Wie nennt man das? So Lichtwege erschaffen kann? Ansonsten habe ich noch eine Idee. Habt ihr auf Schiffen benutzen wir das auch. Wenn wir große Schiffe beladen, also ganz, ganz große, so Zedraken in Kunchum, dann benutzen wir dafür so Seilwinden. Die wiegen irgendwie, ich glaube, 10 Kilo das Stück oder so. Aber an so eine Seilwinde mit Seilen kann man selbst ein Pferd mit hochheben. Wenn wir 2 Seilwinden hätten, könnten wir mit der einen das Pferd hochheben, mit der anderen das Pferd mit der Seilwinde auf die andere Seite des Flusses rüberbringen. Wir müssen nur 2 großgenügige Bäume finden und hoch genug oben die Seile zusammenbinden. Und wie bringt ihr das Seil auf die andere Seite des Flusses? Da muss man ein bisschen kreativ sein, aber einer wird es ja wohl rüberschaffen können irgendwie von uns. Magister. Wie wäre es mit einer provisorischen Schwimmbrücke? Können die Pioniere die nicht herstellen? Gibt es noch Pioniere? Zwerge können alles herstellen. Aber. Der Fluss ist doch so reißend, dachte ich, deswegen wäre eine Schwimmbrücke nicht realistisch, oder? Magister, könnt ihr auch rüberfahren? Könnt ihr eine Nachricht an Yasser verschicken? Oder an den zweiten Hofmagus? Nein, derzeit nicht. Gibt es noch. Es gibt doch hier bestimmt Brieftauben. Verflucht, wo ist der Schlag? Wenn wir Glück haben, sind vielleicht noch welche da. Aber wenn wir Brieftrauben von hier nach Gareth schicken, die fliegen doch direkt über Wehrheim. Wir könnten einen Tag ostwärts, westwärts reiten. Gibt es hier vielleicht einen Briefverschlag, womit ihr Briefe nach Greifenfurt schicken könnt und die schicken dann wiederum in den Nachrichten, die ihr schickt, Nachrichten nach Gareth? Frosty, muss ich dich jetzt fragen. Ich weiß leider nicht, ob Aurel einen Taubenschlag hat, aber ich nehme es mal an. Klar, also Bandstrahler, die werden sowas haben. Also nach Gareth auf alle Fälle, nach Greifenfurt auch, nach Balio, das würde gehen. Klar, das dauert ein bisschen. Müsstest du jetzt überlegen, wie schnell so eine Taube fliegt, aber das ist zumindest dann der direkte Weg, weil die Tauben werden ja einfach nur dann aus der Stadt, in der sie heimatisch sind, in der sie beheimatet sind, da werden sie dann ja einfach mitgenommen in die verschiedenen Richtungen und die fliegen dann nur zurück auf direktem Weg. Ja, deswegen Greifenfurt. Das ist eine gute Idee. Dann humpel ich mal los und hole eine Greifenfurter Taube. Ja, 10 Minuten später kannst du dann wieder unten eintreffen mit deiner Taube. Und hier haben wir eine. Irgendwann möchtest du die mal halten. Okay, wie hält man die? Einfach okay, so. Ja, vorsichtig mit beiden Händen und nicht. So, das geht ja. Fingerfertigkeitsprobe ja immer. Was für eine Probe? Fingerfertigkeit. Oder Tierkunde würde auch gehen. Ja, natürlich Fingerfertigkeit. Du hast schon gesagt, ich glaube, ich habe sogar Tierkunde, aber. Passt. Nun gut. Dann treiben wir ihn mal. Und wir wissen nicht, wo Yasafa ist, aber Melvin Störrebrand wird erreichbar sein in der Residenz, nehme ich an. Also schreiben wir wohl an ihn. Wenn ihr jetzt nach Gareth schreibt, kann es wirklich sein, dass die Taube doch wirklich gegen die Feste fliegt, beziehungsweise die Dämonen. Deswegen ist das ja ein Taube, die nach Greifenfurt fliegt. Also wir schreiben eine Nachricht an Melvin und dann eine an den Meister der Mark, die Meisterin der Mark, Verzeihung, die. Mit der Bitte, dass sie doch nach Gareth weitergeleitet wird. Das ist eine gute Idee. Und was wollt ihr schreiben in dieser Nachricht? Nun, wir sollten ihn wohl über die Zustände informieren.
Kurzen Statusbericht, ja. Und ihm vermitteln, dass wir sofort einen Transport... Sie müssten auch über dieses Magnum Opus unterrichtet werden, denn schließlich überlegt euch, wir waren ungefähr eine Meile von der Stadt entfernt und trotzdem sind wir fast daran gestorben. Es muss verhindert werden, dass die Festung muss am besten eine Meile vor Gareth schon längst besiegt worden sein oder herunterkommen, dass das sich nicht wiederholt in Gareth. Die Informationen müssen geteilt werden, dass Gareth weiß, was diese Festung machen kann. Falls sich direkt über Gareth wieder manifestiert. Falls das jemand nach Gareth will, vielleicht will es auch nach Greifenfurt. Ich denke wohl, wir können Galotta allesamt gut genug einschätzen, um zu wissen, was er jetzt tun wird. Ich glaube, Galotta hat den Zeitpunkt nicht zufällig gewählt für diesen Angriff. Also es ging wohl weniger um das Turnier, sondern wohl vielmehr darum, dass jetzt alle Magier in Gareth sind. Am 21. vor ein paar Tagen, vor drei Tagen, Answin schaut so ein bisschen hilfesuchend zu Isarun und zu Abelmir, begann doch das Konvent. Sie sind alle da. Er vernichtet sie auf einen Schlag. Jeden Magier Aventuriens. Und hier sind alle Geweihte gestorben. Die Tempel stehen leer. Burg Aurelit steht leer. Ich will gleich. Alle Tempel stehen leer. Nicht nur Auralet. Wir haben Geweihte aus dem Horasreich, aus Al-Anfa, aus Kunchum, aus Fasad zusammengetrommelt. Jeder hat seine... Wir haben selbst die Swafnir-Geweihten dazugeholt, die Torvaler mit ihren Wahlwütigen. Alle sind hier gewesen. Alle bis auf einen. Der Bote des Lichts ist noch am Leben. Und dennoch haben wir den Greifen verloren. Das ist etwas, was ich euch nicht... Der Greif ist ein Bote von Praios selbst. Er hat sich im Licht aufgelöst. Das ist eine andere Mission, die Galgia in Auftrag gegeben hat, ohne euer Wissen, weil das euch nicht belangen musste. Aber der Bote von ein Alvaran Jahr von Praios hat sich in Licht aufgelöst. Irgendein verdorbenes Ritual, was in der schwarzen Sichel vor sich ging. Was war denn wohl in der schwarzen Sichel? Das sind doch diese Berge, oder? Ja. Die Berge, ja. Wer weiß denn was über die Schwarze Sichel genau ist? Nee, was wollt ihr wissen? Das ist natürlich auch ein Teil von Dapazien. Nein, ich wollte jetzt wissen, warum sich der da wohl aufgelöst haben könnte, was da wohl passiert ist. Es gibt dort es gibt dort eine Höhle, die wohl sehr heilig ist, und dort gibt es ein paar Stelen. Und bevor der Greif ins Licht ging, sagte er etwas zu dieser Höhle und zu dem Schwert, ein Praios heiliges Schwert. Und daraufhin haben wir unsere Agenten, also einen Agenten, zwei Agenten, haben wir dann in die Richtung geschickt. Das ist grob bei Bukboronia, bei der Drohlenfort, schnelle Reiter, die wir wollten, wie gesagt, verschiedene Agenten losschicken, weil ihr als Gruppe zusammen agieren könnt, haben wir euch dann eben damit nicht behelligt, sondern ihr durftet dann in Berla und in zwei Mühlen und Talf und Galles durftet ihr dann herumziehen, gemeinsam mit mir, und die anderen Agenten sind, wie gesagt, schneller geritten, weil, naja, ihr hattet ja auch noch die 300 Tobria mit dabei und alle Geweihte sind gerade gestorben und die Magier werden folgen, wenn sie in Gareth weilen und ihr Konvent abhalten. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance, diese Festung auf den Boden zu bringen. Wir haben doch diese Pläne mitgebracht, beziehungsweise ihr habt diese erbeutet in Yul'Gurmak. Diese müssten doch inzwischen analysiert sein. Vielleicht gibt es irgendwelche Schwachstellen. Ja, sicher. Wir haben die Gänge mittlerweile entziffert. Ein Plan der Festung gibt es, aber was hilft es uns, wenn sie fliegt? Nun, wenn alle Magier gleichzeitig darauf vorbereitet sind, dass die Festung kommt, könnten wir ihr eine Falle stellen. Isar und Albin, könntet ihr nicht vielleicht oder jemand von euch beiden rüber transversalen nach Gareth? Sofern ich weiß, beherrscht keiner von uns diesen Kantos. Ich dachte, deswegen schreiben wir doch. Okay, ich bin schon wieder. Damit jemand kommt und uns holt. Die Magier müssen auf jeden Fall gewarnt werden. Ich dachte, wir warnen sie nur und machen uns danach sozusagen, sobald wir sozusagen irgendwie ein paar Stunden geschlafen haben, direkt wieder auf dem Weg. Selbst nach Gareth.
Natürlich, so schnell wie möglich. Und holen? So weit uns wird keiner hier holen, wenn ich höre, wie hoch die Verlustzahlen sind. Wir müssen gehen. Was ist aber der schnellste Weg? Durch die Zwergentunnel oder über die Reichsstraße 1 nach Westen? Kriechen durch die Zwergentunnel werden wir ewig brauchen. Außerdem wissen wir nicht mal, ob sie noch bestehen. In der Nähe von Werheim könnten sie auch schon zerstört sein. Ich bin dafür, wir nehmen uns genug Seil mit und zwei schwere Seilwinden. Also gut, nehmen wir an, wir können eine Nachricht jetzt nach Gareth schicken. Was soll diese Nachricht sein? Die Lage in Werheim. Ja, dann schreib diesen Brief. Ich will jetzt nicht die Lage in Werheim hören, sondern ich will wissen, was auf diesen Brief kommen soll. Schreib doch drauf. Werheim ist gefallen. Werheim ist gefallen. Die Kaiserin ist tot. Galotta kommt. Noch etwas anderes. Magnum Opus. Die vier verderbten Elemente. Verschiedene Phasen. Fliegende Festung. Golakai. Pläne der fliegenden Festung auf Schwachstellen untersuchen. Untoten vernichtet. Luftkampf erforschen. Schreibt, sie materialisiert sich aus dem Nichts. Aus dem Nimbus. Ich dachte, sie... Oder das. Ich dachte, sie bewegte sich in Deckung dieser Wolke. Wir sollten noch was über die Feinde schreiben, von wegen, dass wir wissen, dass dieser Drache Daimoroch, Rassasor dabei sind, dass sie diese Krankheit dabei haben, dass sie diese Krankheitskraut vorbereiten müssen. Also dieses Anti... Das Drakonkraut. Genau. Dass wir wissen, dass Verena von Mersing lebt, bei den Feinden zu 100% ist und Drachenreiter anführt. Dass wir Asmodeus von Andergast gesehen haben, man schaut zu Abelmir. Dass wir Arngrim von Ehrenstein gesehen haben, dass wir Jelnan von Dunkelstein gesehen haben, schaut dabei zu Jalan, und dass Lucardus von Kemet definitiv dabei ist. Answin dreht sich gerade um und fängt an zu brechen. Geht in die Knie, zittert, bricht zusammen. Und Aluris Mangrace war, glaube ich, auch dabei. Answin, geht's euch gut? Ich tätschel Answin unbeholfen auf der Schulter rum. Ich kann das nicht. Wir haben gesehen, wie sie dort stand. So weit, so nah an uns. Und sie haben zugesehen, wie wir den Kessel zerstören, und das war völlig egal. Sie haben uns verspottet. Von vornherein. Dass Imani Benain tot ist. Und dass Rohaya vermisst wird. Ausdrücklich, dass vielleicht sogar das Großmeister Raferiam höchstwahrscheinlich gestorben ist und das Burg Auralit leer steht und keine Wandstrahlung mehr beinhaltet. Schreibt das. Er kann gerade nicht schreiben, seht ihr das nicht? Gebt her, ich schreibe das. Pergament mit der Feder oder mit dem Kohlestift liegt neben ihm. Hat er dann noch rechtzeitig gerettet, bevor er dann da drauf bricht. Und kämpft wohl gerade immer noch damit, der ist gerade völlig fertig. Lindian Hall muss in Sicherheit gebracht werden. Ist er hier? Und wir müssen aufschreiben, welche Dämonen aus der Festung kamen. Liegt ihr das alles denn auf das Blatt? Wir werden sehen. Wir werden mehrere Tauben rauen. Schreibt auf. Wir haben... Also, was ich gesehen habe, was um die Festung herumgespielt hat, waren Karakilim und ihr Halten. Isarun schreibt einfach alles auf, was sie dort gesehen hat. Und falls sie irgendwie den Eindruck hat, dass sich irgendwelche Dämonen innerhalb von diesen Phasen manifestiert hatten, dann das auch. Also das mit diesem Baum, das war ja dann schon, ja, recht eindeutig. Schreibt das mit dem Zwergenkönig auf, er braucht Hilfe. Das genau. Wird er sterben. Bei dem Baum, gute Idee, dass sie noch hinschreibt, dass dort Sporen runterregnen, was sie nicht einatmen darf, nicht in den Körper bekommen darf, weil sie sonst sehr, sehr gefährlich sind. Selbst wenn sie auf dem Boden landen, sind sie gefährlich, aber beim Einatmen absolut. Hier dürft man alle Magiekunde mit Spezialisierung Dämonologie würfeln, erschwert um 13.